Ich erinnere mich, als wir jung waren, kein Weg zu weit war und wir jeden Tag rumkamen. Wir machten Flohmarkt draußen vor Edeka. Samstags morgens um 8, es war jeder da. Gewonnen hat der, der am meisten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OS Beat. Heute widmen wir uns nicht Musikern direkt, sondern drei oder eher gesagt fünf Jungs, die sich mehr darum kümmern, dass Musik auch publik gemacht wird. Heute bei uns zu Gast, beziehungsweise sind wir eher zu Gast bei den Jungs von 16 Bars. Bei mir steht Benny von 16 Bars. Moin erstmal. Hi. Ja, warum wir hier stehen, über den Dächern von Osnabrück, das liegt einfach daran, dass die Jungs vor kurzem ein Video, Musikvideo produziert haben von Fahrt mit dem Titel Peter Pan. Das Video hat es sogar bis nach oder beziehungsweise bis zu MTV geschafft. Ein Grund, warum wir hier sind, und da werden wir gleich mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber ich würde sagen, vorher schauen wir uns mal das Video an. Die beste Zeit meines Lebens, ich erinnere mich. Ich sehe es vor meinen Augen, wie ich in meinem Zimmer sitze. Manche sagen mir, das war der größte Scheiß. Doch ich bin dankbar für all diese schöne Zeit. Die beste Zeit meines Lebens. Bevor wir weiter auf das Video eingehen, Benny, ich habe gerade schon gesagt, ihr seid normalerweise nicht du allein, sondern einige mehr Personen. Wie viele Leute umfasst euer Team mittlerweile und was macht der Rest momentan? Ja, insgesamt sind hier in Osnabrück 5 Leute, die arbeiten gerade. Sonst in Deutschland gibt es noch 10, 12 Jungs, die verteilt sind in verschiedenen Städten, die uns immer helfen und supporten, wenn irgendwas ist. So, das ist das gesamte Team, denke ich. Welchen Part übernimmst du genau? Also was machst du bei den Musikproduktionen? Grundsätzlich ist meine Aufgabe das erstmal die Künstlerbetreuung. Das heißt, wenn irgendwas ist, die Künstler rufen an, dann organisiere ich das alles. Regie bei beim Video selbst, ich mache auch die Kamera selbst. Was umfasst das noch? Ja, das ist so meine Hauptaufgabe, ja. Ihr habt schon mittlerweile sehr viele Musikvideos produziert. Kannst du dich noch an euer erstes Musikvideo erinnern? Das erste gute oder das erste schlechte? Natürlich das erste überhaupt. Also schlecht will ich jetzt mal, sag ich mal, dahingestellt. Also das erste überhaupt kann ich mich ehrlich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, das erste, was wir dann mit der Street Rotation damals gemacht haben, war, was veröffentlicht wurde, Manuelsen. Und das erste, was wir fertig hatten, war Montana Max. Ja. Wie ist jetzt bei Fahrt der Kontakt zustande gekommen, beziehungsweise wie läuft das generell? Sprechen die Künstler euch mittlerweile an oder stellt ihr Anfragen oder bietet ihr sozusagen an, ein Musikvideo zu produzieren mit den Jungs? Früher bei der Street Rotation war es eben so, dass wir direkt angefragt haben, ob wir ein Video drehen könnten. Inzwischen hat sich das komplett gewandelt, also die fragen uns rein oder rennen uns mehr oder weniger schon die Bude ein. Also wir können drehen bis nächstes Jahr im Sommer. So viele Aufträge hätten wir, wenn wir wollten. Alles klar. Jetzt kommt Fahrt, kommt aus dem Ruhrpott. Das Video, wir sind gerade schon mal am Anfang darauf eingegangen, haben wir oder habt ihr hier gedreht, auf der, über den wunderschönen Dächern vom wunderschönen Osnabrück. War das ein Problem für ihn oder ist er da recht direkt drauf eingegangen? Fahrt an sich hatte jetzt keine Höhenangst oder irgendwas, das war gar kein Problem, der hatte total Spaß. Auch der Junge, die beiden Jungs, die mit im Video sind, sind auch super motiviert gewesen. Das war eigentlich im Endeffekt ganz easy und einfach. Wann muss ich MTV gucken, um das Video dort mal zu sehen? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch dabei ist, aber bei Beck's Most Wanted wird es gezeigt, bei MTV Urban in der Rotation. Eigentlich muss ich den ganzen Tag gucken, um das mal zu sehen. Was war das für ein Gefühl, wo du dein Video oder euer Video dann mal im Fernsehen wirklich gesehen hast? Das ist ja schon was anderes als im Internet. Ja. Ich habe es nur einmal gesehen und auch gezielt, weil ich wusste, dass es bei Beck's Most Wanted läuft. Und es war schon komisch, weil man denkt so, MTV so weit weg und dann auf einmal weißt du, okay, du hast dieses Video gemacht, aber das ist dann so, du kannst dir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass du das gemacht hast, so. Aber das ist schon ein cooles Gefühl, auf jeden Fall nett. Der erste Schritt, sag ich mal, zu einer Menge weiteren Aufträge, wie du gerade schon meintest, was ist geplant? Geplant ist noch viel. Wir haben zum Beispiel jetzt mit Architekt MC Zuhälter, ein Rapper aus Bielefeld, in Belm ein ganzes Haus gemietet, so ein richtig Oldschool-Haus, und das wird auch ein sehr, sehr schönes Video. Mehr darf ich aber noch nicht verraten. Alles klar, ich denke, da werden die 16 Bars Zuschauer sich ein bisschen gedulden müssen. Aber es wird sich mit Sicherheit lohnen, darauf zu warten oder sich das Ganze anzuschauen. Benny, besten Dank erstmal fürs Interview. Kein Problem. Und ich würde sagen, wir bleiben dabei und gucken, was die Jungs noch so weitertreiben und schauen dann irgendwann demnächst mal wieder vorbei. Bis dahin, haut rein, ciao.